Wir erleben einen Abriss, eine Abrisspolitik in unserem Land. Eine komplette Zerstörung. Unsere Schlüsselindustrie, die Automobilindustrie, wird vernichtet, die zugehörigen Arbeitsplätze. Durch die sinnlose Energiewende wird unsere Umwelt zerstört und natürlich damit auch am Ende die Zerstörung der Zukunft unserer Kinder. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, der Marco hat es schon gesagt, also ich finde es schon sehr bedauerlich, was da jetzt bei uns hier vor der Tür vor sich geht. Da sind Leute draußen und sagen, sie gehen für Toleranz, vielleicht womöglich noch für Demokratie und Vielfalt auf die Straße. Und wie verhalten sie sich? Wie verhalten sie sich? Man muss sich hier vorkommen, wie sich vielleicht so manche Partei, vielleicht die SPD zum Beispiel, in der Weimarer Republik vorgekommen ist. Wer standen denn da vor den Versammlungen? Hat Leute daran gehindert, zur Versammlung zu kommen, sich ein Bild zu machen über verschiedene politische Meinungen? Und wenn ich dann noch hören muss, dass hier zwei Personen, die hier zu unserer Veranstaltung kommen wollten, dann auch noch tätlich angegriffen wurden, weil sie versucht haben, hier ihr demokratisch verbrieftes Recht, sich zu informieren, bei der größten Oppositionspartei des Landes, dann muss man an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte denken. Weil die draußen verhalten sich ganz genau so, wie sich die SA in der Weimarer Republik verhandelt hat. Oder wie wird das gemacht? Der politische Gegner, Andersdenkende werden dies diffamiert, tätlich angegangen, werden entweder durch körperlichen oder psychischen, sozialen Druck daran gehindert, ihre demokratisch verbrieften Rechte auszuüben, ihre Freiheit, ihre Meinungsfreiheit frei zu äußern. Und wie gesagt, die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag soll daran gehindert werden, ihr Programm vorzustellen. Jetzt muss man sich überlegen, wer tatsächlich für Freiheit, Demokratie und Vielfalt in unserem Land steht. Das sind sicherlich nicht die da draußen, sondern das sind wir hier drin. Wir sind hier, um mit Ihnen, den Karlsruher Bürgern, in den Dialog einzutreten und die besten Lösungen zu diskutieren und Ihnen Alternative vorzustellen, so wie es in jeder Demokratie eigentlich normal ist. Da gibt es nicht erlaubte und gesellschaftlich geächtete Meinungen, sondern da gibt es eigentlich die Meinungsfreiheit. Solange die sich auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen, muss es so sein, dass diese Meinungen auch vertreten werden können und nicht mundtot gemacht werden. Sonst sind wir in Zuständen, wie sie eigentlich einer Demokratie unwürdig sind. Und wenn die Mehrheit der Deutschen sagt, dass sie sich öffentlich nicht traut, ihre wahre politische Meinung zu äußern, und dieser Wert, der ja jährlich ermittelt wird, der schlechteste ist, seit 1953, als er zum ersten Mal für die damalige Bundesrepublik Deutschland erfasst wurde, dann sehen wir schon,
Da ist irgendwas schief in unserem Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist ja auch der Grund, warum es uns die Alternative für Deutschland gibt. Und warum wir auch in so kurzer Zeit in allen Parlamenten sind, weil viele Menschen einfach spüren, dass es auch einen Alternativentwurf geben muss. Weil die Realität... Nein, also ich glaube, der Herr diskreditiert sich eigentlich. Also, ich glaube, die Aussagen dieses Herrn sprechen für sich selber. Also ich meine, ich glaube, das muss ich nicht weiter kommentieren. Und deshalb müssen wir ganz klar und deutlich sagen, es geht darum, dass es eben auch wieder eine Auswahlmöglichkeit gibt. Weil die Situation ist doch die, welche Partei wollen Sie denn wählen, wenn Sie sagen, dieser Klimaaktionismus, diese Klimahysterie, die wir derzeit betreiben, ist im höchsten Maße schädlich und nutzlos und ich möchte einen anderen Weg. Können Sie nur die AfD wählen. Wenn Sie diese unsägliche Euro-Rettung, die dazu führt, dass man fürs Alter nichts mehr sparen kann, Sie brauchen keine Rentenversicherung mehr abschließen, Sie brauchen keine Kapitallebensversicherung mehr abschließen, Sie können auch nicht aufs Sparbuch legen, Sie müssen Negativzinsen dafür bezahlen, Sie haben also kaum eine Möglichkeit. Das ist eine riesige Volksvermögensvernichtung. Und wird unmittelbar dazu führen, zusammen mit den anderen Maßnahmen, dass Sie als Normalverdiener ab 2030, wenn der Rentenfaktor auf 43% sinken wird, bereits die Regierung beschlossen, in die vorprogrammierte Altersarmut gehen werden. Wenn Sie da eine andere Lösung wollen, können Sie nur die AfD wählen. Wenn Sie eine Reform der Europäischen Union wollen, wenn Sie sagen, so wie die momentan gestrickt ist, dann müssen Sie die AfD wählen. Oder wenn Sie immer sagen, es muss so weitergehen, können Sie auch die anderen wählen. Natürlich, auch wenn Sie eine Alternative wollen zu dem. Wenn Sie wollen, dass unsere Grenzen wieder geschützt werden, dann müssen Sie die AfD wählen. Und so können Sie, wenn Sie wollen, dass unsere Automobilindustrie nicht vernichtet wird. Genau das passiert ja, die Regierung. Und wenn die Grünen mit an die Regierung kommen, wird es ja sicherlich nicht besser werden. Sagt ja selbst, jeder zweite Arbeitsplatz in der Automobilindustrie wird durch Batterieautos vernichtet werden. Wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie keine Abrisspolitik in unserem Land wollen, sondern wenn Sie Zukunft gestalten wollen, wenn Sie wollen, dass wir gemeinsam eine gute Zukunft für unsere Kinder gestalten, dann können Sie nur die AfD wählen. Weil alles, was diese hier machen, die anderen Parteien, da geht es nur darum, eine CO2-Steuer einzuführen. Die FDP ist nicht besser. Die nennt das Ganze dann Zertifikatehandel, damit man dann am besten noch als Spekulant an der Börse Gewinne machen kann. Aber am Ende müssen die Bürger es bezahlen. Verlagerung der Arbeitsplätze und so weiter. Ich werde da noch in Details eingehen. Aber das ist doch die Situation und deswegen ist es gut und wichtig, für unser Land, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass die unterschiedlichen Parteien in unserem Land um die beste Lösung ringen und sie den Bürgern präsentieren. Aber genau das wollen diese Antidemokraten da draußen verhindern. Sie sagen, es gibt nur eine Meinung, die sagbar ist und alles andere muss wie auch immer, was meinen Sie, beseitigt werden, darf nicht stattfinden, darf nicht gesagt werden, was Antidemokratischeres gibt es ja gar nicht. Und wenn wir jetzt noch weiter schauen, was passiert denn so in unserer Republik? Wir hatten vor kurzem mal wieder die Jahrhunderthochwasser in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Und mit was kommen denn die Regierung im Bund, in den Ländern, daher, also da sind sie alle mit drin, CDU, SPD,
Grüne und FDP, sei es in der Landesregierung oder in der Bundesregierung, also die, die sich jetzt anbieten, dass sie irgendwie was anders machen wollen, sagen jetzt, der Klimawandel ist schuld und sagen vor allem, wenn man zum Beispiel den Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zitiert, den CDU-Politiker und Bundestagsabgeordneten Armin Schuster, der sagt doch allen Ernstes, die Opfer sind selber schuld, weil sie die Grundregeln nicht beachtet haben. Das entspricht ja nicht der Wahrheit. Die Realität ist, natürlich findet ein Klimawandel statt, ein Klimawandel findet schon immer statt, aber der Hauptgrund für die vielen Toten ist, dass die Menschen nicht gewarnt wurden. Die Regierung, sei es im Bund oder Land, in Rheinland-Pfalz ist übrigens eine grüne Ministerin zuständig für den Katastrophenschutz, sind dafür verantwortlich, dass die Warnsirenen nicht funktioniert haben, denn die Bundesregierung wusste bereits, war informiert, dass dieses Hochwasser kommen würde, hat es nicht hingebracht, die Menschen zu warnen, weil sie wahrscheinlich zu sehr damit beschäftigt war, mit den großen Problemen unseres Landes, dem Kampf gegen Rechts, wie die da draußen, irgendwelchen angeblichen Rassismus, Gendergaga, die Durchsetzung von Quoten oder sonstigen bunten allerlei. Darauf wird sich ja konzentriert. Aber ich sage Ihnen eins, eine Regierung, die sich damit beschäftigt, 1 Grad Erderwärmung in 50 Jahren zu verhindern, und dabei aber Warnungen von 200 Liter pro Quadratmeter für den nächsten Tag ignoriert. So eine Regierung hat ein ernstes Problem mit der Realität, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn darum muss es doch gehen, die wirklichen Probleme unseres Landes endlich angehen. Ein Land der Dichter und Denker, ein Land, das immer für wirtschaftlichen Fortschritt stand, für neue Technologien. Und was ist nach 16 Jahren übrig? Man ist kaum in der Lage, einen Flughafen zu bauen. Die Infrastruktur ist marode, kaum ein Zug ist pünktlich, aber über 200 Gender-Professoren. Das muss man sich mal überlegen. Wollen wir da tatsächlich unser Land in die Zukunft führen? Und die größten Probleme sind wirklich die, die ich genannt habe. Nur darum geht's. Wenn Sie in die Nachrichten schauen, dann denken Sie, alle Probleme Deutschlands sind gelöst, wenn endlich alle Nazis beseitigt sind. Das ist doch das. Aber irgendwo, nirgends, die Bundeswehr funktioniert nicht. Nichts funktioniert. Jetzt sind Sie ja auf die Ausrede gekommen, der Klimawandel sei schuld. Allerdings haben Sie vergessen, dass es sich hier offensichtlich um das Jahrhunderthochwasser gehandelt hat. Das Hochwasser, das so in etwa alle 100 Jahre kommt. Es war vor 100 Jahren, ungefähr im Jahr 1910. Es war ungefähr 1820 war es davor. Sie können schauen in alle Bücher und die Hochwasserstände sich anschauen. Alle 100 Jahre kommt dieses Hochwasser. Es ist also ein Blödsinn und ein Mumpitz, der hier erzählt wird, dass es irgendetwas mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun hat. Ich meine, für wie blöd muss man denn uns halten als Bürger, wenn man sagt, letztes Jahr hieß es, wir haben einen Dürresommer. Das ist der Klimawandel. Dieses Jahr haben wir einen Regensommer. Das ist auch der Klimawandel. Letztes Jahr haben wir einen strengen Winter. Das war auch der Klimawandel. Und wahrscheinlich haben wir dieses Jahr einen milden Winter.
Und das ist dann auch wieder der Klimawandel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was für ein Wahnsinn. Irgendwann müssen die sich schon mal entscheiden. Und ich will auch noch mal eines klar und deutlich sagen. Weil es vor ein paar Tagen in der Tagesschau kam, die AfD hätte gegen die Fluthilfe gestimmt, gegen die 30 Milliarden für die Flughilfe. Wir wären die einzige Fraktion, die nicht zugestimmt hätte. Also zunächst einmal möchte ich mal sagen, es gab zunächst zwei Abstimmungen. In der ersten Abstimmung ging es tatsächlich über die 30 Milliarden. Denen haben wir zugestimmt als Fraktion. In der nächsten Abstimmung ging es um Corona-Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass die zukünftige Arbeitgeber fragen darf, ob sie geimpft sind oder nicht. Diese Maßnahmen haben wir abgelehnt. Und da das Ganze aber über ein sogenanntes Omnibusgesetz gemacht wurde, um eben parlamentarische Beratungsfristen zu verkürzen, ist es so der allgemeine Trick der Bundesregierung, der jetzt immer wieder angewendet wird, dass man halt einfach zum Beispiel ein Gesetz erlässt. Man berät ein Gesetz über die Höhe von Schreibtischen, macht eine Anhörung dazu, ob der Schreibtisch jetzt 80 oder 85 Zentimeter hoch sein soll oder was auch immer. Und in letzter Sekunde macht man noch einen Änderungsantrag und schreibt in das Gesetz rein, Zukunft müssen sich alle impfen lassen. Und dann kann das ratzfatz mit verkürzter Beratungsfrist durch. Und sowas Ähnliches haben wir hier jetzt erlebt. Da wird ewig über die Fluthilfe diskutiert. Im Übrigen waren wir die erste Fraktion, die bereits direkt nach diesem Hochwasser eine Sondersitzung des Bundestages beantragt hat, damit endlich diese Hilfen für die Menschen beschlossen werden können. Im Übrigen abgelehnt von allen anderen Fraktionen, um das mal klar und deutlich zu sagen. Um dann Wochen später, nachdem man wochenlang die Menschen dort vor Ort alleine gelassen hat, daherzukommen und zu sagen, wir machen eine Sondersitzung. Daran sieht man, hier geht es nur um parteipolitisches Theater, aber nicht darum, den Menschen wirklich zu helfen. Und genau so ein Omnibusgesetz haben wir hier. Mit diesen 30 Milliarden waren all diese weiteren Corona-Verschärfungen nämlich mit drin. Wie gesagt, die Auskunftspflicht ihres Arbeitgebers, dass sie auskunftspflichtig sind in Zukunft und so weiter. Und dem konnten wir natürlich sicherlich nicht zustimmen. Wir haben aber klar zum Ausdruck gebracht, dass wir natürlich in der Einzelabstimmung, die wir eben durchgesetzt haben, klar diesem Hilfspaket zugestimmt haben. Und daran sieht man jetzt wieder, das ist so ein bisschen bewusste Irreführung der Öffentlichkeit, indem man nämlich natürlich nicht die wirklichen Hintergründe erläutert. So, und jetzt kommen wir natürlich bei diesem ganzen Thema, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Wir haben das Thema Impfpflicht. Eine Impfpflicht durch die Hintertür ist nicht geplant. Der Ministerpräsident Kretschmann im Jahr 2020, also letztes Jahr. 2021 sagt er, wir planen keine Impfpflicht, für alle Zeiten kann ich eine Impfpflicht nicht ausschließen. Und ich will dann noch an den Karlauer von des sächsischen Ministerpräsidenten erinnern, Kretschmer, Mai 2020. Und da klingt Ihnen schon irgendwie ein anderer Spruch, den wir in der deutschen Geschichte gehört haben, schon im Ohr, wenn ich Ihnen das sage. Der hat wörtlich gesagt, niemand wird in Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Niemand will eine Mauer bauen. Es ging dann weiter, auch die Behauptung, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ihre Grundrechte verlieren, ist absurd und bösartig. Lassen Sie uns Falschnachrichten und Verschwörungstheorien gemeinsam entgegentreten. Das hat er im Mai 2020 gesagt. Was sagt er jetzt im Juli diesen Jahres? Bei einer möglichen vierten Corona-Welle im Herbst sind Menschen mit Impfschutz klar im Vorteil. Sie dürfen keine Einschränkungen haben wie diejenigen, die sich nicht impfen lassen. So viel zur Glaubwürdigkeit von CDU oder auch von grünen Politikern. Dann noch Sozialminister Lucha hier, Baden-Württemberg,
Ich bin der Meinung, dass alles, was nicht Daseinsvorsorge und Pflichtversorgung ist, an die Impfung gekoppelt werden muss, was nichts anderes ist als eine vollständige soziale Ausgrenzung von gesunden und ungeimpften Menschen. So sozial ist unsere grüne Landesregierung oder die CDU. Also klare Zweiklassengesellschaft, völlig grundgesetzwidrig. Weil wie ist es denn? Wir impfen uns frei, sagt Gesundheitsminister Spahn, wir impfen uns frei. Und jetzt auch die Landesregierung will ja, hat ja bereits beschlossen, dass ich das auch richtig sage, ab dem 13.09. wird 2G in Baden-Württemberg eingeführt, wenn mehr als 300 Intensivbetten landesweit belegt sind. Absolut verfassungswidrig. Das sagt jetzt nicht nur ich, das sagt selbst die SPD-Justizministerin, dass 2G natürlich verfassungswidrig ist. Und ich will Ihnen das mal an einem einfachen Beispiel erklären, warum es verfassungswidrig ist. Das leuchtet jedem ein. Was bedeutet denn 2G? 2G bedeutet, dass ein Geimpfter ins Restaurant darf. Ein Geimpfter, der nachweislich das Virus genauso verbreitet wie ein Nicht-Geimpfter. Der darf rein. Es darf auch jemand rein, der genesen ist, der nachweislich das Virus genauso verbreiten kann wie ein Nicht-Geimpfter. Und derjenige, der nachgewiesenermaßen durch Test nachgewiesen, aber gesund ist und das Virus auf jeden Fall nicht verbreiten kann, der muss draußen bleiben. Jetzt sagen Sie mir mal, was daran gerecht ist oder verfassungskonform sein kann. Das ist ein totaler Wahnsinn, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass unsere Regierungen genau das durchsetzen wollen. Das ist verfassungswidrig und ich sage Ihnen, wir als AfD werden alles dagegen unternehmen und wir werden im Notfall auch den Klageweg hier in Baden-Württemberg in jedem Fall beschreiten. Und bei 3G ist es ja nicht viel besser. Das sagen ja die Leute zumindest, die Gelehrten, ist verfassungsbedenklich. Ich denke aber auch, dass es verfassungswidrig ist, weil was bedeutet denn 3G? 3G bedeutet, jemand, der geimpft ist, aber infiziert und das Virus verbreitet, darf ins Restaurant. Jemand, der genesen ist, aber infiziert, der darf auch ins Restaurant. Und ich als Nicht-Geimpfter, negativ getestet, gehe da rein und muss mich jetzt im Risiko aussetzen, dass die, weil die nicht getestet sind, mich potenziell infizieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist eigentlich doch auch ein Wahnsinn. Und deswegen sagen wir ganz klar und deutlich, eine Zweiklassengesellschaft darf es in diesem Land nicht geben. Und wir werden alles dagegen tun, dass das nicht kommen wird. Und es ist ja so, die Impfung erfüllt keine der gegebenen Versprechen. Es gibt ja 3 Impfversprechen. Das erste Versprechen ist, ich kann mich nicht anstecken. Das ist offensichtlich falsch. Beispielsweise in Israel. Da sind bereits 25% der Bevölkerung mit der dritten Impfung versehen, mit der dritten. Und trotzdem ist es das Land weltweit mit der höchsten Zahl an Neuinfektionen. 50% der Delta-Corona-Toten in England, Großbritannien, waren geimpft. Also ich kann mich sehr wohl anstecken. Das wird ja auch gar nicht mehr bestritten. Das nächste Impfversprechen ist, ich schütze andere. Nein, das tue ich nicht. Es ist zwischenzeitlich nachgewiesen, dass ich das Virus genauso verbreite, wie wenn ich nicht geimpft bin. Also das zweite Versprechen gebrochen. Und das dritte Versprechen, ich habe keinen schweren Verlauf.
ist ja offensichtlich dann schon dadurch gebrochen, wenn 50% der Corona-Toten in Großbritannien voll geimpft waren. Und welchen schwereren Verlauf gibt es denn, als an der Erkrankung zu sterben? Daran sehen Sie. Die Impfversprechen. Impfen bedeutet nicht die Freiheit, jedenfalls nicht die Freiheit von Corona, vielleicht von staatlich verordneter Gängelei, das kann schon sein. Und jetzt sagen Sie mir mal in Ihrem Umkreis, in Ihrem bekannten Umfeld oder bei sich selber, wer von denen hat sich denn tatsächlich impfen lassen, weil er glaubt, dass er sich damit schützt? Oder vielmehr hat er sich vielleicht damit impfen lassen, weil er keine Lust mehr hat, sich ständig testen zu lassen, weil er verreisen will, weil er wieder ungehindert Freizeitaktivitäten macht? Die große Mehrheit hat sich doch genau deshalb impfen lassen, oder? Und nicht, weil sie glaubt, dass tatsächlich ein großer Schutz daraus resultiert. Aber eins will ich natürlich auch sagen. Jeder, der sich impfen lassen will, der muss auch die Möglichkeit haben. Es ist nämlich eine freie Entscheidung für jeden selbst, ob er sich diesen Selbstschutz, es kann ja sein, dass es ein Selbstschutz ist bis zu einem gewissen Grad, ob er das macht oder nicht. Aber eins ist doch klar, da nachgewiesen ist, dass Impfen nicht andere schützt, sondern höchstens mich selbst, dann kann es auch keinen faktischen Impfzwang und darf es auch keine faktische Impfpflicht geben, weil ob man sich selbst schützen will oder nicht, das muss die freie Entscheidung eines jeden Bürgers in einem freien Land sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb werden wir auch alles dagegen unternehmen. Aber jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, stelle ich Ihnen mal noch eine andere Frage. Es ist ja wieder Bundestagswahl. 4 Jahre hat die Regierung regiert. Und was ist denn so eine Aufgabe von so einer Regierung? Ich stelle die Frage immer wieder. Wozu brauchen wir eine Regierung? Wozu brauchen wir die eigentlich? Um die CO2-Steuer zu erlassen? Also ich sage, die einzige Aufgabe einer Regierung ist es, dafür zu sorgen, dass es den Menschen im Land besser geht. Und wenn sie das tut, hat sie ihre Aufgaben erfüllt. Das ist die einzige Aufgabe einer Regierung. Und jetzt schauen wir uns mal die letzten 4 Jahre. Wir können uns dann auch nachher noch die letzten 16 Jahre anschauen von Merkel. Aber jetzt schauen wir uns doch nur mal die letzten 4 Jahre an. Welche Maßnahmen hat diese Regierung dann gemacht, die das Leben von uns Menschen in unserem Land besser gemacht hätte? Also mir fällt absolut nichts ein. Aber ich kann Ihnen sagen, was so ein paar Dinge sind aus der Bilanz dieser Regierung. Was haben die denn gemacht? Die haben beispielsweise eine Hetzjagd auf deutsche Spitzentechnologien durchgeführt, die am Ende zu Dieselfahrverboten geführt haben. Die haben eine CO2-Steuer eingeführt am Anfang des Jahres und in der Zwischenzeit sind die Benzinpreise um über 40 Cent pro Liter gestiegen. Das bei einer Tankfüllung sind es über 20 Euro, bei jeder Tankfüllung, wenn Sie 50 Liter ungefähr tanken, sind es über 20 Euro. Was haben die noch gemacht? Sie sind gerade dabei, jeden zweiten Arbeitsplatz in der deutschen Automobilindustrie zu vernichten und sind noch stolz drauf. Dann Klimapaket. Wir reden hier immer über Wohnungsnot. Das ist ja immer ganz interessant, wenn man dann hier rumläuft und sich die Wahlplakate anschaut, wie zum Beispiel SPD, habe ich vor kurzem gelesen, für bezahlbaren Wohnraum. Also, ich erinnere mich, in den letzten 23 Jahren hat die SPD 19 Jahre dieses Land regiert. Die hatten 19 Jahre Zeit dafür zu sorgen, dass die Mieten bezahlbar sind. Und kommen jetzt daher, was für ein Wahnsinn ist denn das? Und wenn man nur die letzten 4 Jahre nimmt, was haben sie da gemacht? Nichts. Sie haben alles dafür getan, dass die Mieten teurer werden. Weil beispielsweise durch das Klimapaket der Regierung,
Da sagt der Mieterschutzbund, der Mieterbund, dass durch das Klimapaket die Mieten pro Quadratmeter um 2 Euro pro Quadratmeter steigen werden pro Monat. Und jetzt nehmen Sie einfach mal eine 100 Quadratmeter Wohnung. Das sind 200 Euro pro Monat mehr fürs Wohnen. Und da reden wir noch nicht über die ganzen anderen Preissteigerungen, die kommen nur durch dieses Klimapaket. Und was glauben Sie, was passiert, wenn das wie hier in Karlsruhe jetzt verordnet, auf jedem Dach eine Solaranlage sein muss, wenn diese ganzen Dämmmaßnahmen gemacht werden, wie sich das auf die Kosten eines bezahlbaren Wohnens denn auswirkt? Irgendeiner muss es zahlen und am Ende ist es immer der Bürger, immer sind es wir, die es bezahlen müssen. Wir Bürger müssen das bezahlen und deswegen ist es ein Aberwitz, was die hier fordern. Und wenn wir dann weitermachen, Green Deal, also stehen dann so schlaue Dinge drin wie CO2-freie Produktion von Stahl in der EU. Das ist ein Witz, das wird nie funktionieren. Naja, es wird funktionieren und zwar wissen Sie, wie das funktioniert? Indem das einfach die Stahlwerke hier geschlossen werden und außerhalb der EU verlagert werden in Länder wie China, wo sie nämlich nach Pariser Klimaabkommen so viel CO2 rausblasen können die nächsten 10 Jahre noch, wie sie wollen, wo sie ein Viertel für die Arbeitskräfte bezahlen und wo sie die niedrigsten Energiepreise haben, während sie in Deutschland die höchsten Energiepreise der Welt haben. Und genau das passiert ja auch. Genau das passiert ja auch. Ich sage das jetzt seit 4 Jahren im Bundestag, bei jeder Rede, dass diese Regierung dafür sorgt, dass die Arbeitsplätze bei uns im Land vernichtet werden. Und genau das tut sie. Und was hat die Regierung jetzt gemacht in der letzten Parlamentssitzung? Eine sogenannte Carbon Leakage Verordnung. Also Deutsch können die nicht, aber vielleicht machen sie es auch so, dass die Leute nicht verstehen, was da passiert. Die sogenannte CO2-Leck-Verordnung. Ja? Die haben nämlich erkannt, dass Industrieunternehmen das Land verlassen wegen der CO2-Steuer und wegen der ganzen Umweltauflagen. Und zwar nicht der Krauter um die Ecke, sondern Konzerne wie Daimler und BMW. Nicht ohne Grund hat BMW angekündigt, in Zukunft in Deutschland keine Verbrennungsmotoren mehr bauen zu wollen. Gar keine. Und die gehen nicht nach China, nach Indien oder sonst wohin, nein. Die verlagern ihre Produktion nach England, weil es nämlich da keine CO2-Steuer gibt, weil es dort günstige Energie gibt, weil es dort keine Gängelei durch die Regierung gibt und weil die so schlau waren, aus der EU auszutreten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Daimler macht es nicht anders. Daimler hat bereits angekündigt, im großen Stil in Zukunft seine Motoren in China bauen zu wollen und eben nicht mehr in Deutschland. Und wenn man keinen Automotor mehr herstellt, ist man auch kein Automobilland mehr. Das Herzstück eines jeden Autos ist der Motor. Und wenn der nicht mehr bei uns produziert wird, dann ist auch der Automobilstandort Deutschland erledigt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir wissen alle, dass gerade hier in Baden-Württemberg leben wir vom Auto, unser Wohlstand. Warum sind wir das reichste Bundesland Deutschlands? Wegen der Automobilindustrie und den ganzen Zulieferern, die alle davon leben. Das muss jedem klar sein. Aber das ist ja noch nicht alles. Was hat die Regierung noch gemacht? Die Regierung hat 133 Milliarden an Corona-Hilfen an andere europäische Länder verschenkt. 133 Milliarden Euro verschenkt. Jetzt 133 Milliarden Euro kann sich ja niemand was vorstellen. Rechnen wir das mal auf pro Kopf um. Das bedeutet Folgendes, dass jedes heute in Deutschland geborene Kind 1.650 Euro an zusätzlichen Schulden hat, wegen diesem einen Geschenk. Wir reden nicht von den vielen anderen Geschenken. 1.650 Euro. Wenn das Kind zufällig in Spanien geboren wurde, dann bekommt das Kind rechnerisch 1.750 Euro geschenkt. Und wenn das Kind in Italien geboren wurde, dann kriegt es immerhin noch 1.000 Euro. Und jetzt rechnen Sie das Ganze auf eine vierköpfige Familie um. Das sind über 6.000 Euro, die jede vierköpfige Familie ans europäische Ausland verschenkt hat.
Und jetzt schauen wir uns mal an, es wird ja immer gesagt, die Deutschen sind die reichsten Europas, uns geht's doch gut, alles super. Dann fragen wir doch mal so ein Institut, das bestimmt nicht mit der AfD besonders befreundet ist, nämlich die Europäische Zentralbank. Und die Europäische Zentralbank sagt ganz klar und deutlich, die Deutschen sind die Ärmsten im Euroraum. Es ist definitiv so, wir haben das geringste Haushaltsvermögen, das allergeringste Haushaltsvermögen. Italiener haben in der Regel, eine durchschnittliche italienische Familie hat ungefähr ein dreifach so hohes Familienvermögen wie wir. Das liegt natürlich an der Immobilienquote. In Deutschland haben wir etwa 45% der Menschen, die in der eigenen Immobilie leben. In Italien sind es über 90%. Und die größte Ungerechtigkeit ist ja auch noch Folgendes. Wir haben also jetzt dieses Geld an diese Länder verschenkt, wo die Menschen einen Rentenfaktor, in Italien beispielsweise, einen Rentenfaktor von 92% haben. Ich erinnere, in Deutschland sind es 47% und die Regierung hat bereits beschlossen, dass er bis 2030 auf 43% absinkt, die vorprogrammierte Altersarmut für jeden Durchschnittsverdiener. Kann sich jeder mal anschauen, ob er mit 43% noch besonders gut über die Runden kommt, angesichts der Inflation, die bevorsteht und so weiter. Ja, dann müssen wir uns das mal anschauen. Und wenn wir dann noch wissen, dass die deutlich vor uns in Rente gehen, etliche Jahre vor uns, und uns jetzt unsere Regierung sagt, wegen Corona müssen wir jetzt bis 70 arbeiten. Es wird ja im Moment diskutiert. Die haben jetzt erstmal die Arbeitgeberverbände vorangeschickt, aber in der Regierung selber sagt man ja 68, 69 und die ersten reden schon über 70. Und man uns sagt, wir müssen jetzt bis 70 arbeiten, es ist kein Geld da für eine Rentenerhöhung, es ist kein Geld da, um die Schulen zu renovieren, es ist kein Geld da, um Straßen zu reparieren, es ist kein Geld da für Krankenhäuser, weil letztes Jahr mussten, weil nicht genügend Geld da war, 40 Krankenhäuser während einer sogenannten Pandemie 40 Krankenhäuser schließen, auch dafür war kein Geld da. Dann sage ich Ihnen, das kann nicht wirklich wahr sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Politik muss endlich geändert werden. Und ich will es machen wie der ehemalige italienische Innenminister Salvini. Der hat nämlich Folgendes gesagt. Ich habe 5 Millionen Italiener, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Erst wenn ich mich um sie gekümmert habe, werde ich mich um den Rest der Welt kümmern. Und genau so eine Regierung brauchen wir endlich auch in Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir werden, eine solche Regierung wird es geben, wenn sie die AfD am 26. September unterstützen. Nur mit uns, ich stand heute auch in den BNN, wird es einen 180-Grad-Wechsel geben. Den 180-Grad-Wechsel, den wir brauchen, um unser Land in die Zukunft zu führen. Das ist ja genau das Problem, was ich anfangs gesagt habe. Was wir erleben. Wir erleben einen Abriss, eine Abrisspolitik in unserem Land. Eine komplette Zerstörung. Unsere Schlüsselindustrie, die Automobilindustrie wird vernichtet, die zugehörigen Arbeitsplätze. Durch die sinnlose Energiewende wird unsere Umwelt zerstört. Es sollen ja 1000 weitere Windindustrieanlagen in Baden-Württemberg gebaut werden. Wo sollen die alle stehen? Auf den Höhenzügen des Schwarzwalds, wo sie für jede von dieser Windindustrieanlagen 1,5 Hektar roden müssen. Mit dem Betonfundament, mit dem Durchmesser von 20 Metern, mit Fundamenten, die bis zu 15 Meter in die Tiefe gehen, da wächst nie wieder irgendwas, weil niemand diese Fundamente mehr rausnehmen wird. Also eine komplette Zerstörung und natürlich damit auch am Ende die Zerstörung der Zukunft unserer Kinder. Das ist das, was Sie im Angebot sehen bei den etablierten Parteien und es ist völlig egal, wie die heißen. Die FDP ist auch nichts anderes wie gelb angemalte Grüne. Nichts anderes. Schauen Sie sich einfach mal die Abstimmungsverhalten an. Also, wenn Sie mithelfen wollen,
dass ihre Kinder eine gute Zukunft in unserem Land haben. In Freiheit, in persönlicher Selbstbestimmung, in Demokratie und Wohlstand, meine sehr geehrten Damen und Herren, und vor allem in Sicherheit. Dann wählen Sie die einzige Alternative für Deutschland. Wählen Sie am 26. September die AfD und unterstützen Sie den 180-Grad-Kurswechsel in unserem Land. Herzlichen Dank.